Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play bei mir auf dem Kanal. Und zwar spielen wir das schöne Spielchen Harveys neue Augen. Viele kennen das Spiel ja schon von einem deutschen Entwicklerstudio, Deadlake Entertainment. Point-and-Click-Adventure, sehr cool. Und ich habe gerade so eine komische Locke hier drin hängen. Okay, lassen wir das. Und beginnen einfach mal mit einem neuen Spiel. Etwas Trost, denn du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Das werden wir gleich haben. Es wächst wieder zusammen, es lässt sich alles nicht schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schrammen. Damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken, weil ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ah.
Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Das ist durchaus schade. Es wäre eine gute Geschichte geworden. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lilly, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Aber genug davon. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lilly harkt fröhlich singend Laub im Garten. Ja, 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 ja. Wunderschön. Lilly! Wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird? Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Kapitel 1. Die Klosterschule. Entschuldigung, dass mein Bild im Weg ist. Hallo. Ach, da bist du. Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätter kehren verdonnert? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Tüdelü. Oh. Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Wollt ihr das Tutorial spielen? Ja. Ihr habt euch dazu entschlossen, das Tutorial zu spielen. Das ist sehr vernünftig. Da ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr auch, dass der Klostergarten vom Laub befreit werden muss. Die Harke hat Lilly bereits in der Hand. Der Cursor zeigt dementsprechend das Bild einer Harke. Um zu erkennen, wo Lilly harken kann, ohne dabei das Gesicht eines Mitschülers zu zerkratzen, reicht ein Druck auf die Leertaste. Probiert es noch einmal aus. Okay, Leertaste. Na, da schau her! Die roten Augen zeigen an, welche Objekte benutzbar sind. Offenbar gibt es 3 Laubhaufen, die Lilly mit der Harke benutzen kann. Oh mein Gott. Zieht einfach den Cursor über einen der Haufen, bis der Name des Objekts daneben erscheint. Nun könnt ihr die Aktion mit einem Linksklick auslösen. Aber Vorsicht! Unfälle passieren so schnell. Ja, ja. Laub. Bravo! Ihr habt den ersten Schritt getan, ohne jemandem eine tiefe Fleischwunde zuzufügen. Schon mal anfangen. Aber noch ist die Arbeit nicht getan. Beendet den Auftrag der Oberin. So schwer kann das ja nicht sein, oder? Oder? Kirche ist jetzt wieder darüber. Ja, ja, ja. Okay. Gehen wir jetzt dahin. Und dich rechnen wir jetzt zur Mitte. Und jetzt rechnen wir dich darüber. Kann der Mann mal mit dem langen Zeigefinger da verschwinden, damit ich wieder hier hin... Ja, so ist besser. Nicht? Okay, dann gehe ich wieder. So, und was machen wir jetzt damit? Okay. Machen wir jetzt das die ganze Zeit hin und her? Machen wir es einfach mal bei der Steinplatte auch noch.
Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Das ist ja nicht zum Aushalten. Nochmal. Lilly! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Egal. Ich habe zwei neue Aufgaben für dich. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das hin? Aha. Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist. Der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen, um sie ein für alle Mal loszuwerden. Also noch einmal, für die ganz Unfähigen. Erstens, Beete umgraben. Zweitens, den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und wehe, du machst das nicht ordentlich. Sehr gut. Lilly hat fertig gehakt. Sie hat die Harke zwar nicht mehr in der Hand, aber sie trägt sie noch bei sich. Wenn ihr sie noch einmal benutzen wollt, findet ihr sie in Lillys Inventar. Geht mit dem Mauszeiger an den unteren rechten Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Gebt Acht, dass ihr euch nicht die Finger einklemmt. Amputationen sind so eine unerfreuliche Angelegenheit. Der Mund bewegt sich noch unter mir. Okay, machen wir das mal. Gut. Wow. Klickt nun mit der linken Maustaste auf das Harkensymbol, um die Harke wieder in die Hand zu nehmen. Ihr könnt die Harke nun jederzeit mit anderen Objekten verwenden, auch mit anderen Besitztümern. Wenn ihr fertig seid, benutzt die rechte Maustaste, um die Harke vorsichtig zurück ins Inventar zu legen. Dann benutzen wir mal die Harke mit dem Wollknäuel. Das hatte zwar keinen Effekt gehabt, aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl, ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Danke. Jetzt, da Lilly von ihrer ersten Pflicht befreit ist, wird es Zeit, sich mit den grundlegenden Spielmechaniken vertraut zu machen. Ja. Mit der linken Maustaste könnt ihr Lilly hingehen lassen, wohin ihr wollt. Wo immer Lilly einen Ort verlassen kann, verwandelt sich der Cursor in einen Pfeil. Folgt zunächst Edna in den Hintergarten. Oh, ich habe seinen Text weggeklickt. Aber Vorsicht, der Pfeil ist spitz, wollte er noch sagen. Weißt du, wer auch spitz... Nein. Nein. Hallo, Edna. Auch bei der Gartenarbeit gilt, Augen auf. Immer wenn Lilly mit einem Objekt interagieren kann, verändert sich der Cursor. Die meisten Gegenstände lassen sich ansehen. Dann erscheint ein Auge auf der rechten Hälfte des Cursors. Klickt mit der rechten Maustaste, um diese Aktion auszulösen. Probiert das doch einmal bei der Komposttonne aus. Gut, machen wir das einfach mal. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Es gibt viele Gegenstände, mit denen man interagieren kann. Immer wenn ein Objekt direkt benutzbar ist, wird ein entsprechendes Symbol in der linken Hälfte des Cursors angezeigt. Ihr könnt Lilly zum Beispiel vorschlagen, die Reifenschaukel zu benutzen. Ob das allerdings so eine gute Idee ist? Okay, genug Grimassen geschnitten. So, benutzt die Reifenschaukel. Ist bestimmt Lilly super. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Na, das ist ja noch einmal gut gegangen. Neben der Hand, die für Benutzen, aber auch für Nehmen oder Essen, Trinken steht, gibt es auch eine Sprechblase für Reden. Der Computer wählt das passende Icon von alleine aus. So ist jederzeit gewährleistet, dass Lilly weder in ein Hornissennest greift, noch Reißzwecken isst. Wo ihr schon mal hier seid, redet doch kurz mit Lillys Freundin Edna. Die freut sich sicher. Natürlich freut sie sich. So, Edna, hallo. Nee, warte, erst mal Edna anschauen. Edna war Lillys beste Freundin.
Sie fand immer einen Weg, Lilly aufzuheitern. Zum Beispiel, indem sie die Bremsen am Fahrrad des Postboten sabotierte. Oder was können wir noch so anschauen? Die Reifenschaukel baumelte einladend an einem termitenzerfressenen Ast über dem Abgrund. Natürlich. Sehr einladend. Hey Lilly, hast du dich endlich vom blöden Gehake loseisen können? Aha. Sehr gut. Loseisen. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Moa, hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Aha. Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fänd's cool. Sie kann verschiedene Themen ansprechen. Sie werden als Symbole im unteren Bildschirmbereich dargestellt. Was die Symbole bedeuten, wird angezeigt, sobald ihr euch mit der Maus über dem entsprechenden Gesprächsthema befindet. Mit dem roten X lässt sich ein Dialog jederzeit beenden. Wählt zunächst das Thema Aufgaben der Oberin. Gut, dann machen wir das mal. Aufgaben der Oberin. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreiben. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Lilly kann an manchen Stellen ein Thema vertiefen. In diesem Fall kann sie über ihre zwei neuen Aufträge reden. Ihr könnt aber auch mit dem Pfeil zurück auf die erste Ebene des Dialogs wechseln und euch für ein anderes Thema entscheiden. Wechselt zurück auf die erste Ebene und beendet den Dialog mit dem X, um das Tutorial abzuschließen. Oder unterhaltet euch noch eine Weile mit Edna. Ich kann euch sowieso nichts mehr beibringen. Viel Spaß beim Spielen. Gut, auf Wiedersehen, Herr Polizist. Wir unterhalten uns erst noch mal ein bisschen. Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Gut, fragen wir mal nach machst Marmelade. Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Okay. Die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Priorität. Okay, gehen wir mal zurück. Unterhalten uns über die Schatzsuche. Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Beim Buddeln in der Erde. Wie verschluckt man dabei aus Versehen eine Nacktschnecke? Die Oberin. Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha. War nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mums rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Ja. Okay.
Dialog beenden und dann verschwindet unser Freund der Polizist auch mal. Können wir sonst noch was anschauen? Die Termiten. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Okay. Baum. Der Schaukelbaum. Okay. Was hatte die... Sonst? Beet. Lilly sollte das Beet umgraben. Wenn sie dabei einen Schatz fand, konnte es ihr niemand verübeln. Richtig? Ja. Gehen wir mal zurück zum Schulteich und schauen uns mal weiter dort um. Gibt's da ja noch irgendwas? Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem... Pumpe. Ding! Ja. Oder so. Kann ich dich... nehmen? Da dran machen? Kam ich auch nur drauf, weil ich gerade eben den Schlauch benutzt habe und dann sie ihn abgemacht hat. Schauen wir mal durchs Kellerfenster. Was gibt es hier? Ein Pinsel. Ich sollte erst mit den Sachen interagieren. Warte. Lilly konnte nicht malen. Sie fing dabei immer an zu weinen. Okay. Wieso? Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Gut dann. Aber von hier aus würde sie sie nie erreichen. Doch, wir nehmen sie uns einfach. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Okay. Konservendosen. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Okay. Verdorrtes Gras, Ratte, Taube. Lilly nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Geil. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Ich habe das Gefühl, Lillys Arme sind einfach zu kurz dafür. Und ich würde mal sagen, können wir hier rein? Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Boah. Okay, ich glaube, wir können nur noch weiter nach links. Und ich würde mal sagen, bevor wir das machen und zum Brunnen gehen, beende ich mal die Folge für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns demnächst wieder bei einer neuen Folge. Bis dann, ciao.